Moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Ja, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich mache das eigentlich gar nicht. Das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Worum soll es gehen? Ich zeichne die Karte Helmenport. Ich habe sie eben einmal groß eingezeichnet. Die Karte von Maraskan und jetzt ist sie unten rechts auch nochmal eingeblendet, damit ihr wisst, wo wir sind und wie viele Informationen es gibt oder nicht gibt. Also sehr wenige und es gibt keine offizielle Karte und deswegen dachte ich mir, ich baue mal eine, mit der man dann eventuell kämpfen könnte, wenn es denn dazu käme. Und da habe ich mich dann so ein bisschen orientiert an anderen Karten, denn wie gesagt, ich mache das jetzt zum wirklich allerersten Mal, habe das vorher noch nie getan. Und das ist so das, was ja ich dann euch präsentieren möchte. Ich habe das Ganze mit Photoshop nebenbei aufgenommen. Es ist dann nur der Abgriff von diesem Bildschirm. Da fehlen dann noch ein paar Pop-ups, die dann normalerweise auftauchen würden. Aber da ich das Video sowieso dann beschleunigt habe, sodass wir dann nicht 1,5 Stunden uns so ein Video angucken müssen, sondern das Ganze dann in 11 Minuten geht. Habe ich ja dann die Fenster auch nicht allzu sehr wichtig empfunden, denn ja, das kann man dann wirklich nur sehr, sehr kurz sehen. Und das meiste, was ich mache, ist wirklich, dass ich dann mit Ebenen arbeite. Die könnt ihr auf der rechten Seite sehen. Wer sich mit Photoshop gar nicht auskennt, der wird das vielleicht schwerlich verstehen können. Wer sich wiederum mit Photoshop auskennt, wird wohl erkennen, dass ich da sehr dilettantisch rangehe. Was natürlich auch wieder daran liegt, dass ich das zum ersten Mal mache, aber eine Erklärung von Photoshop oder sowas möchte ich auf meinem Kanal nicht anbieten. Das kann ich da zu wenig. Also ich bin da wirklich nicht der große Profi. Da müsste man sich dann eher andere Channels ansehen, um da dann Photoshop zu lernen. Ich kann mal gucken, ob ich da was raussuche und dann müsste jetzt oben rechts ein kleines i aufploppen mit einem Tutorial. Nein, also generell Helmport, wie gesagt, Maraskan und der Hafen an sich ist wohl leicht befestigt, aber befindet sich auch wohl in der aktuellen Zeit, in der wir spielen. Also 1025 befindet sich die Stadt gerade immer noch im Aufbau. Das ist normalerweise, soll es der Hafen sein für die Region in Al-Rodan. Das könnt ihr dann auch noch an der Hauptstraße erkennen, Tuzak-Jergan-Straße. Da gibt es so ein paar fruchtbare Ebenen und Felder, die dann nicht nur Urwald sind. Und wir haben ja auch in einer kurzen Szene hatten wir auch schon mal die Abreise von Maraskan thematisiert. Und da waren sie eben in jener Stadt, wo die 7 Gezeichneten angelandet sind. Ja, wie gesagt, diese Stadt oder dieses Dorf ist noch relativ neu und soll dann nach und nach befestigt werden. Und Jalan hat sich jetzt in der aktuellen Folge, möchte er gerne in Richtung Helmenport fahren, um ja seine Dämonenarche oder ihre Dämonenarche auszuprobieren. Und daher dachte ich mir, dann spendiere ich denen einfach mal eine kleine Kampfkarte. Mit dem Endergebnis an sich bin ich wohl recht zufrieden. Ich weiß nicht, wie das dann in 3 oder 4 oder 5 Jahren aussieht, wenn ich mir nochmal dieses Video angucken sollte. Ob ich dann immer noch so von den Resultaten begeistert bin, aber naja. War wie gesagt das erste Mal und man wächst mit seinen Aufgaben und vielleicht werden die nächsten Karten, die ich dann baue, wesentlich besser werden. Das, was ich jetzt hier mache, mit verschiedenen Ebenen arbeiten, ich habe natürlich jetzt die Straßen schon mal eingezeichnet, die Straßenzüge. Ich habe jetzt die Baumgrenze eingezeichnet, die dann direkt an die Felder mündet, so hatte ich es damals beschrieben, weil ich selber nicht genau wusste und weil es wie gesagt auch keine Karte gibt. Zu den Bäumen, das könnt ihr hier noch sehen, das sieht gerade noch relativ schäbig aus. Mir wurde von Shoggoth also gesagt, den Kanal kann ich auch unten mal in der Beschreibung verlinken, bei Deviant Art, von dem habe ich auch das Initiative-Brett, was ihr kennt. Kann ich auch hier nochmal einblenden, wird dann also über rechte die Karte gesetzt. Von dem habe ich das Initiative-Brett und der hat mir damals erklärt, wie man so eine Karte aufbauen könnte, wie man Bäume zeichnet und sowas. Der kann das also wesentlich besser als ich und ja. Ich wollte, wie gesagt, einfach nur mal euch mit auf diese Reise nehmen, die für mich auch Neuland ist. So, jetzt mit dem Darker und dem Leiter-Tool könnte man dann sowas wie Nuancen setzen und man kann dann auch noch die Pinsel variieren.
Das habt ihr jetzt auch hier bei den Feldern gesehen. Das ist eine ganz, ganz andere Pinselart als ja, das, was ich normal da zeichne. Da kann man dann ja mit verschiedenen Pinselstrichen arbeiten. Wenn ich nebenbei mal lange Zeit nichts tue, dann liegt das daran, dass ich gerade auf meinem Computer wühle nach ja, einigen Bildern, die irgendwo rumliegen, und daran klaue ich mir dann so ein bisschen die Textur. Das seht ihr hier auch. Ich habe mir dann aus einem anderen Bild die Textur genommen, weil ich das selber noch nicht kann. Und vielleicht könnte ich das später nochmal machen, aber zum aktuellen Zeitpunkt fällt mir das noch sehr schwer. Daher habe ich mir das da gemopst. Das mache ich dann auch später mit den anderen Feldern. Ja, wie gesagt, mit den Ebenen, mit den Layern hin und her arbeiten und verschieben, so dass man gerade eine Sichtbarkeit hat oder nicht. Auf der rechten Seite könnt ihr auch noch die Opacity sehen, also die Durchsichtbarkeit der einzelnen Ebenen. Da könnte man dann die verstellen. 100% ist dann natürlich, dass man nur die obere Ebene sieht. 0% Opacity ist es dann komplett unsichtbar. Ja, und so arbeite oder versuche ich dann eben damit zu arbeiten. Versuche erstmal die ganzen Felder auszufüllen auf den einzelnen Ebenen. Die einzelnen Ebenen sind dann natürlich immer nur mit dieser Textur. Und so versuche ich dann, ja, die dann zu benutzen. Man kann die Ebenen natürlich auch benennen. Also oben steht ja schon Meer und Straßenzug. Die sind dann aber auch teilweise mal ausgeblendet oder nicht ausgeblendet. Das hier habe ich jetzt Feld genannt, weil das natürlich dann nur der Feldlayer ist. Den kann ich dann ein- und ausblenden, Opacity hoch und runter schieben. Und mich da so ein bisschen dran orientieren, was ich dann eben auch mache. Das heißt, ich schiebe dann den Feldlayer, schiebe ich ein bisschen nach unten und nehme dann noch ein bisschen Opacity raus, damit man dann eben noch die anderen Dinge sehen kann. Ja, da auch jetzt hier Strand. Das ist eine an sich sehr grobe Textur, aber wenn ich jetzt eben nur mit diesem Gelbton arbeite, in verschiedenen Helligkeiten, dann habe ich da auch überhaupt nichts gewonnen. Das sieht dann ja auch sehr, ja, merkwürdig aus. Also da, wenn ihr euch das im Einzelnen einfach mal so betrachtet, das wirkt noch sehr langweilig, aber dadurch, dass da dann ja die Opacity mal wieder rausgenommen wird, ganz am Ende, und das so ein bisschen beschnitten wird, wirkt das wieder alles ein bisschen besser. Ich rate einfach nur mal dazu, das auszuprobieren. Ansonsten kann man sich sicherlich auch noch ein paar Tutorials ansehen. Ich mache hier, also das, was ich hier mache, ist kein Hexenwerk. Das ist wirklich ganz, ganz grob, und ich vermute, dass ihr ähnlich gute oder bessere Karten sehr schnell hinbekommen könnt. Ich dachte mir einfach nur, wie gesagt, wenn ich irgendwas brauche, kann ich es mir auch kurz versuchen, selber zu zaubern. Das, was ich jetzt hier mit dem Meer gemacht habe, da bin ich irgendwie nachträglich nicht so ganz zufrieden. Ich wollte da sowas wie eine Meeresgrenze andeuten, Meeresspiegel, der sich dann verändern kann. Und deswegen habe ich da die Layer mehrfach aufgezogen. Ihr könnt das jetzt so sehen, das sollen so Wellen dann deuten. Das war zumindest meine Idee. Ebbe und Flut, sag ich auch mal. Also eine sich verwaschende Meeresgrenze. Hätte ich vielleicht im Nachtrag anders machen sollen, können. Ich finde das nicht ganz so schön gelöst. Auch was dann gleich kommt mit dem Straßenzug nochmal, ist auch überhaupt nicht schön. Da werde ich nochmal nachbessern. Ich hatte überlegt, dass das keine ausgebauten Straßen sind, natürlich nicht, also kein Asphalt, sondern ausgematschte Wege, weil es eben auch sehr viel regnet. Und daher habe ich mich dann dafür für Matsch entschieden, eine Matschtextur. Und das hier ist jetzt ja auch so ein, ja, kein Sandstrand, sondern auch kein Feld. Das ist einfach so ein Übergang von Dschungel zu Sand, habe ich mir überlegt, wo dann die Einwohner bzw. die Zwangsarbeiter ein bisschen was weggeschnitten haben, damit das da nutzbar gemacht wird. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe jetzt alles getan, was ich wollte, genau. Jetzt kommt, wie gesagt, die Straßenzüge, die ich dann sehr, sehr matschig angelegt habe. Ihr könnt das hier erkennen. Und ja, wie ich die Straßen selber gebaut habe. Ja gut, Straßenzug an sich kann man wenig zu sagen. Das ist so die Überlegung, die ich hatte. Man muss natürlich eine Verbindung zum Feld haben. Man hat einen kleinen Dorfplatz. Und Verbindung zum Meer. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders gemacht hätte. Ich glaube, mit einem Pinsel dick oder so. Das wirkt noch nicht ganz so ausgegoren.
Müsste ich mal überlegen. Ich habe das am Ende noch ein bisschen gerader gezogen. Könnt ihr dann auch nochmal sehen. Aber ja, also die Straßen, da bin ich sehr unzufrieden. Aber ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wie ich es hätte anders machen können. Wenn jemand Photoshop-Profi ist, schreibt mich mal bitte gerne an. Also ich würde mich da gerne mal mit euch unterhalten. Ich freue mich da, wenn ihr mir so ein bisschen helfen könntet. Ich habe auch mit einem anderen Kartenzeichner mich eben gerade unterhalten. Er ist auf dem Teamspeak, der hat mich angeschrieben, hat er gesagt, hier, wie sieht's aus? Hast du Lust, dass ich für dich Karten baue? Und ich habe dem einfach mal gesagt, das ist Vastin bei uns auf der Drachenzwinge. Und der hatte mir angeboten, dass er für mich mal so eine Seekampfkarte modelliert in Küstennähe, sodass das ganz interessant sein könnte. Mal sehen, ob das was wird. Ja. So, das ist quasi jetzt die Karte. Ich habe da noch am Ende ein bisschen Stroke, also Umriss in die Karte gelegt. Aber ja, mal sehen. Also, das ist so mein Entwurf, den ich euch so einmal an die Hand gebe. Falls es euch gefällt, ja, schreibt mir gerne eine Anmerkung in die Kommentare. Was hätte ich besser machen können, was nicht? Was gefällt euch daran überhaupt nicht? Da kommen dann natürlich noch ein paar Dörfer, also ein paar Häuser hin, aber. Das ist so meine Idee von Helmenport, die ich da entwickelt habe. Gut, damit verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.